Wir alle haben Tage, an denen wir uns schlechter fühlen und uns wenig zutrauen. Wenn wir jedoch regelmäßig an uns zweifeln und uns häufig wenig selbstbewusst fühlen, hat das fatale Auswirkungen auf jeden Lebensbereich. Wenn dein Selbstbewusstsein niedrig ist, siehst du womöglich dein Leben in einem negativen Licht. Vielleicht fühlst du dich unsicher, nicht verstanden oder sogar wie ein Loser. David Burns, Professor des Departments für Psychologie und Verhaltenswissenschaft an der Stanford-Universität, hat eine überraschend einfache und dennoch sehr wirksame Methode entwickelt, um schnell Selbstvertrauen aufzubauen. Die Triple Column Technik. In diesem Video stelle ich dir diese simple Technik vor, mit der du ein gesundes Selbstbewusstsein erlangen kannst. In wenigen Minuten wirst du alle Werkzeuge in der Hand haben, um dein Selbstbewusstsein nachhaltig zu stärken. Bevor wir zur Übung kommen, müssen wir noch einen Schritt vorher anfangen. Wie kommt ein geringes Selbstwertgefühl überhaupt zustande? Unsere Eltern, Geschwister und Freunde geben uns sowohl positives als auch negatives Feedback. Leider bleibt negative Kritik oft stärker haften als Komplimente. Selbst Jahre später kommen uns ab und an negative Sprüche von damaligen Lehrern, Freunden oder Eltern in den Kopf. Besonders Sätze, die uns hart getroffen haben, sind fast unmöglich wieder loszuwerden. Wenn du diese Kritiken als wahr ansiehst, dann werden sie schnell zu Glaubenssätzen. Diese Glaubenssätze bestimmen dein Denken, dein Handeln und damit dein gesamtes Leben. Das Problem dabei ist, dass wir als Kinder fast alles, was wir hören, als wahr annehmen. Wenn du als Kind von deinen Eltern schlecht behandelt wurdest, dann denkst du nicht, dass deine Eltern schlechte Eltern sind. Nein, du suchst den Fehler bei dir. Du glaubst, dass etwas mit dir nicht stimmt. Wenn du gut genug wärst, würden deine Eltern dich schließlich nicht schlecht behandeln, oder? Wenn du nicht aktiv daran arbeitest, deine negativen Glaubenssätze aufzulösen, dann trägst du sie womöglich dein ganzes Leben mit dir herum. Genau dafür kommt die Triple Column Technik ins Spiel. Für die Triple Column Technik nimmst du am besten ein Blatt Papier. Eine Notizen-App, auf dem Handy geht aber auch. Teil das Blatt in drei Spalten ein. Dann schreibst du diese drei Schritte in je eine Spalte. Erstens automatische Gedanken. Zweitens kognitive Verzerrung. Drittens rationale Antwort. Schritt 1. Automatische Gedanken. Trainiere dich darin, alle selbstkritischen Gedanken zu erkennen und aufzuschreiben, die dir durch den Kopf gehen. Schreibe alles nieder, was du gerade denkst, wenn du down bist. Häufige automatische Gedanken lauten zum Beispiel, ah, keiner mag mich, ich kann das sowieso nicht oder ich bin nicht gut genug für XY. Allein das Aufschreiben dieser Gedanken wird schon dazu führen, dass dein Selbstbewusstsein steigt. Aber das war nur Schritt 1. Schritt 2, kognitive Verzerrung. Kognitive Verzerrung bedeutet, dass dir dein Gehirn versucht, weiß zu machen, dass deine negativen Gedanken begründet sind, auch wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen. Lass uns zum Gedanken von vorher gehen, keiner mag mich. Du weißt, dass es rational nicht stimmt. Trotzdem wird dein Gehirn versuchen, 1000 Beweise dafür zu finden, warum es doch stimmt. Durch kognitive Verzerrung werden negative Emotionen und Gefühle noch verstärkt. Hier sind 7 Arten der kognitiven Verzerrung. Achte darauf, worin du dich wiederfindest. Das zu erkennen, wird dir extrem dabei helfen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu erlangen. Du kannst davon einen Screenshot machen, damit du dein Gehirn in Zukunft immer dabei ertappst, wenn es versucht, dich auszutricksen. Kognitive Verzerrung Nummer 1. Mentales Filtern. Dabei fokussiert man sich nur auf das Negative. Alles Positive wird herausgefiltert. Man nennt das auch Alles-oder-Nichts-Prinzip und Schwarzmalerei. Es kann zum Beispiel so aussehen, dass du vor einem Vortrag auf der Arbeit nur daran denkst, dass andere dich auslachen könnten, du kein Wort herausbringst oder eine schlechte Präsentation hältst. Dein Gehirn blendet vollkommen aus, dass du auch eine geile Präsentation halten könntest, die deine Karriere voranbringen kann, für die du vielleicht sogar befördert oder zumindest von deinem Chef gelobt wirst. Denk einmal kurz darüber nach, wo in deinem Leben blendest du das Best-Case-Szenario vollkommen aus? Wir Menschen fallen manchmal in den Überlebensmodus. Wir wollen einfach nur irgendwie durch den Tag kommen. Dabei vergessen wir, dass das Ziel sein sollte, einen geilen, unvergesslichen Tag zu haben. Zu leben, nicht einfach zu überleben. Kognitive Verzerrung Nummer 2. Worte achtlos aussprechen. Bestimmt kennst du die Redewendung, sag niemals nie. Sie hat eine ziemlich tiefgründige Bedeutung. Ich habe nie Glück, ich bekomme nie eine Freundin, aus mir wird nie was. Oder andersherum, ich habe immer Pech, ich werde immer alleine bleiben, ich bin immer erfolglos. Diese beiden Worte, nämlich nie und immer, so unbedeutend sie auch erscheinen, verstärken das negative mentale Filter. Durch diese Worte verschließt du dir selbst die Tür zu einem besseren Leben. Kognitive Verzerrung Nummer 3 ist eine Extremform des mentalen Filterns. In der Psychologie nennt man diese Art der kognitiven Verzerrung Labeling. Ein bekanntes Beispiel für Labeling ist das sogenannte Rosenhahn-Experiment. Der Psychologe David Rosenhahn führte in den 1970er Jahren eine Studie durch, in der er und 7 weitere Personen versuchten, in psychiatrischen Einrichtungen aufgenommen zu werden. Sie hatten alle keinerlei psychische Probleme. Sie gaben an, Stimmen gehört zu haben und wurden mit der Diagnose schizophrene Episode oder psychotische Störung in die psychiatrischen Einrichtungen eingewiesen. Obwohl die Pseudopatienten nach der Einweisung ihr normales Verhalten gezeigt haben und darauf hingewiesen haben, dass sie sich nicht mehr von ihren angeblichen Symptomen betroffen fühlen, wurden viele von ihnen dennoch weiterhin als psychisch krank betrachtet. Einfach nur, weil sie einmal das Label psychisch krank bekommen haben. Label, die sich Menschen mit geringem Selbstbewusstsein häufig geben, sind zum Beispiel: Ich bin ein Loser, ich bin unbeliebt, ich bin zurückhaltend, ich bin schüchtern, ich bin nicht charismatisch. Kognitive Verzerrung Nummer 4, Generalisierung.
Wenn du unangenehme Vorfälle als Beweis dafür nimmst, dass alles in deinem Leben schief geht, spricht man von Generalisierung. Ein Beispiel dafür ist, dass du nach einem Date keine Rückmeldung mehr von der anderen Person bekommen hast. Du denkst dir dann, dass dein ganzes Leben scheiße ist und hinterfragst, ob du überhaupt jemals etwas erreichen wirst. Kognitive Verzerrung Nummer 5. Emotionales Begründen. Dieses psychologische Konzept meint, dass man fälschlicherweise davon ausgeht, dass Gefühle immer die Fakten reflektieren. Die Idee dahinter ist, ich fühle es, also muss es ja stimmen. Doch, du bist nicht deine Gefühle. Gefühle können falsch liegen. Das beste Beispiel dafür ist, wenn man nachts im Bett liegt und sich Sorgen macht. Du liegst in deinem sicheren Bett. Trotzdem hast du Angst. Die Angst ist in diesem Fall völlig unbegründet. Kognitive Verzerrung Nummer 6. Alles zu persönlich nehmen. Nimm es nicht persönlich, hast du bestimmt schon einmal gesagt bekommen. Ein Mensch, der alles persönlich nimmt, wird die Schuld von negativen Vorfällen immer auf sich nehmen und auf sich beziehen. Die letzte kognitive Verzerrung Nummer 7. Vergrößern der negativen Vorfälle und Herunterspielen der positiven. Das führt dazu, dass wir die positiven Erfahrungen, denen wir begegnen, ständig abwerten und abtun, indem wir sie als unwichtig einstufen. Positive Dinge werden als Glück und Zufall gesehen. Negative Szenarien hingegen werden ständig erwartet. Wer so denkt, wird ganz automatisch mehr Negatives als Positives in sein Leben ziehen. Hier nochmal die Zusammenfassung der 7 Arten der kognitiven Verzerrung. Erstens, mentales Filtern, also das Positive ausblenden. Zweitens, Worte achtlos aussprechen, wie zum Beispiel nie und immer. Drittens, Labeling. Viertens, Generalisierung, also von einer negativen Sache auf alles schließen. Fünftens, emotionales Begründen, also alle Gefühle als wahr annehmen. Sechstens, alles zu persönlich nehmen. Siebtens, Vergrößern der negativen Vorfälle und Herunterspielen der positiven. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu deinem Blatt Papier mit den 3 Spalten, der Triple Column Technik. In der ersten Spalte hast du deine automatischen negativen Gedanken aufgeschrieben. In der zweiten Spalte stehen alle kognitiven Verzerrungen, die du bei dir selbst findest. Nimm dir dazu 5 Minuten und beobachte, wie du auf deine automatischen Gedanken reagierst. Wenn du in Spalte 1 etwas aufschreibst, dann schreib dir sofort in Spalte 2 dazu, welche kognitive Verzerrung du bei dir bemerkst. Zum Beispiel, du traust dich nicht, jemanden anzusprechen und sagst dir sofort, aber mir geht eh immer alles schief. Ich werde mich blamieren, wenn ich die Person anspreche. Das sind gleich 2 kognitive Verzerrungen. Eine Generalisierung, also bei mir geht immer alles schief, und mentales Filtern. Ich werde mich blamieren, wenn ich die Person anspreche. Schritt 3. Schreibe in die dritte und letzte Spalte deine alternativen Gedanken. Das sind die bestärkenden Gedanken, die du statt deiner negativen Gedanken denken willst. Ein alternativer Gedanke könnte zum Beispiel so lauten. Es ist verständlich, dass ich Angst habe und deshalb die Person nicht ansprechen will. Ich bin aber ein mutiger Mensch und hole mir, was ich möchte. Ich bin mir sicher, dass ich es schaffe, die Person anzusprechen. So änderst du die Art, wie du mit dir redest und damit auch die Art, wie du fühlst und handelst. Dieser Teil ist der wichtigste Teil der Triple Column Technik. Durch diesen Teil löst du deine kognitive Verzerrung. Du wirst dir dadurch wortwörtlich selbstbewusster. Du verstehst dich besser und lernst dich so zu sehen, wie du wirklich bist. Dein Selbstbild ist somit nicht mehr von kognitiven Verzerrungen getrübt. Du kannst diese Technik auf so ziemlich alle Situationen anwenden. Je öfter du deine Gedanken testest, desto schneller wirst du dich gegen deine kognitiven Verzerrungen wehren können. Daraus kann dann eine Gewohnheit werden. Mit jedem negativen Gedanken, den du ablegst, wird dein Selbstbewusstsein stärker und stärker. Du musst nichts Spezielles tun. Du musst nur deine innere negative Stimme abschalten. Den negativen Gedanken kannst du mit einem rationalen Gedanken ersetzen. Das ist anfangs nicht einfach, wenn man alles alleine versucht. Deswegen kommen auch viele unserer Coaching-Klienten zu uns. Sie wollen ihr Selbstvertrauen steigern und ihr Selbstbewusstsein entwickeln. Kleiner Tipp, den wir unseren Coaching-Klienten oft mitgeben, stell dir vor, du hast einen kleinen Bruder. Er kommt traurig von der Schule nach Hause, weil er eine schlechte Note geschrieben hat. Was würdest du zu ihm sagen? Wahrscheinlich etwas wie, hey, Kopf hoch, es kann passieren, nächstes Mal schreibst du sicherlich eine bessere Note. Vermutlich würdest du ihm zusätzlich noch helfen, für die nächste Prüfung zu lernen. Sprich mit dir in Gedanken selbst, wie mit deinem kleinen Bruder. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl machen oft das Gegenteil. Sie machen sich dauerhaft selbst runter. Aber diese Tipps sind nur die halbe Miete. Noch viel wichtiger ist die Umsetzung. Genau deshalb haben wir ein Event geplant, von dem deine Urenkel noch sprechen werden. Am 16. Dezember findet unser Fuck Selbstzweifel Summit statt. Ein Event mit hochkarätigen Gastspeakern, unter anderem der Psychologin Caroline Hehnberger, Mentalmentor Zeus, dem Rhetoriktrainer Levin Hane und natürlich werde ich selbst auch am Start sein. Das sind alles Menschen wie du und ich, doch Menschen, die für sich ihre Erfolgsformel gefunden haben. Menschen, die ihre Ängste überwinden mussten und ihr Selbstbewusstsein Stück für Stück aufgebaut haben. Dich erwartet wie immer bei uns keine trockene Theorie, sondern praxiserprobte Übung. Die Person, die am Abend den Summit verlässt, wird eine andere sein als die, die den Summit am Morgen betreten hat. Selbstbewusster, mutiger und mit klaren Grenzen. Klicke auf den ersten Link unten in der Beschreibung, um mit 100 Menschen gemeinsam am Summit teilzunehmen und souveränes Selbstvertrauen zu gewinnen, das dir ein freies und glückliches Leben ermöglicht. Der Summit startet in wenigen Tagen. Ich würde mich freuen, dich auch dabei zu haben. Falls du noch Fragen zu unserem Summit hast, einfach in die Kommentare schreiben. Das war's von mir, deinem Dennis, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.